Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Adventure. Und es geht direkt weiter. Warte, du hast was getan? Super, ich kann dir nicht genug danken. Als Zeichen meiner Anerkennung würde ich dir gerne dieses Pokémon geben. Ja, viel Spaß damit. Vielen Dank. Deppig. Es gab doch ein Pokémon in der Stadt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Tepig ist dieses Ding da. Ja, perfekte Beschreibung. Dieses hier. Oh, ist ganz cool natürlich, das zu haben. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ja, das hat man sicher gehört. Das hat man bestimmt öfter mal gehört. Aber ist ja egal. Naja. Ich gehe jetzt weiter zum Village of Ghosts. Und müsste jetzt hier lang laufen können, oder? Danke für deine harte Arbeit. Ich werde die Geschichten von dir weitererzählen. Ja. Also. Ich bin für immer dankbar. Danke für. Dafür, dass du Gengar Soul. At ease for returning peace to our town, push forward, Nick. Ja, danke. das ist jetzt was? Surfer. Akani. Akani mit Surfer, okay. Oh, gerne doch. Es tut mir leid, ich hoffe, ich schneide es raus, obwohl ich nicht dran glaube. Achso, geht's jetzt weiter mit dem Typ. Plusle. Man ist zwar underlevelt, aber mit dem Tyrann-Pokémon ist das egal. Weil die einfach gut sind. Auf jeder Route der gleiche Typ. Doppelkampf diesmal. Weil mal geht's Surf. Es geht nicht auf Pikachu. Normalerweise schon. Wow, das haben die bearbeitet, oder? Surfer geht dann normalerweise auf alle. So, das ist echt cool, wenn sie das wirklich gemacht haben. Vielleicht war es in der Generation schon so, ich weiß es nicht. Ja, bitte. Yes! Ich gehe nochmal kurz hoch. Nice. Wie viel Glück hatte ich einfach? Und bin... Nein, der Typ steht nicht mehr da! Also das geht sowieso nicht schon lang. Okay. Der steht noch mal vollkommen im Weg. Das geht sowieso nicht schon lang. Plus und Minun. Jetzt total underlevelt, was soll die Scheiße? Und beide besiegt. Nee, hier bin ich falsch. Hi. Man sieht irgendwie nur Akani, ich sollte das mal ändern. Aber ich habe kein Boden-Pokémon. Electrike. Vielleicht bin ich auch falsch langgelaufen. In der Einstadt. Das glaube ich.
Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, dass die Attacke gut ist, aber nein. Yes. Ist hier lang? Nee. Ich habe gehofft, ich komme damit vorbei, aber. Ich sollte mal was anderes einsetzen. Der Rest ist einfach so scheiße an der Level. Was anderes einsetzen. Ja, Gengar vielleicht. Ja. Curse, Powder Snow, Ice Punch. So, der Mist. Mighty Shade, keine Ahnung, was das ist. Mudshot. Endlich lernst du meine Bodenattacke. Vielen Dank. Oh. Jetzt kann ich mal wechseln. Nein, kann ich nicht. Ice Punch. Warum hat es gemisst? Hä? Warum misst es? Gibt es da einen bestimmten Grund? Es trifft keine einzige Attacke. Es trifft einfach keine einzige Attacke. Okay, so. Es ist eine TM. Nee. Ich wollte nicht. Aber ich kann es nicht ändern. Aber ich habe schon viel mehr erreicht die letzten Parts. Durch das Speeden spart man echt Zeit. Ich will das Ganze auch nicht zu lang strecken. Das ist ja mehr oder weniger Zeitverschwendung. auch wenn es hart klingt, aber. Ja. Gehe ich nochmal schnell heilen. Jetzt kann ich hier schnell mal runterrennen. Na danke. Ach nee. Wo könnte ich jetzt? Okay, wo würde ich nicht lang? Ich würde eigentlich hier lang laufen, also laufe ich hier lang. Und das ist typisch für dieses Spiel. Wenn einmal voraus schon denken will. Minun. Bei Minun zum Beispiel. Hätte ich gewusst, dass er Minun einsetzt, hätte ich natürlich mit Kabuto gekämpft, aber jetzt setzt der Raikou ein und dann habe ich nichts gekonnt. Okay, man hört es wahrscheinlich echt sehr gut. Aber ich kann nichts dafür. Quiekel, nice. Aber ich habe leider schon Eisbogen. Nein. Ja, genau. Einfach am Stadteingang. Ist halt. Ist es eigentlich. Ach, ist nicht Typ Eiswasser? Genau, ist Typ Eiswasser. Genauso wie Lapras.
Ich hoffe mal, dass das Level nicht ganz so hoch ist. Falsch gehofft. ja. Ich weiß zwar, dass es stirbt, aber... Komm. Abgangswund. Ich weiß nicht genau, was Abgangspunkt ist. Aber ich wechsle jetzt einfach mal kurz raus. Genau, das war Abgangspunkt. Hätte ich nicht gewechselt, dann wäre ich, glaube ich, auch tot gewesen. Mein Gott, schreib doch einfach mal hin, was das hier ist. LOL. Die Musik ist eine andere. Hallo. 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 Wer ich bin? Ich bin ein Wissenschaftler, der mit den Entwicklungen von Pokémon experimentiert. Sagst, bist du ein Trainer? Hier, nimm das. Ich habe damit für eine Weile experimentiert. Cool. Ich kriege anscheinend alle. Okay. Der ist jetzt erstmal weg. Und noch ein Pokéball. Komm. Yes. Beleber, nice. Nein. Und weiter zum nächsten Trainer. Ist anscheinend jetzt die Eis-Pokémon-Route. Das ist natürlich eher weniger gut, weil ich dann wieder nur mit Arcani kämpfen werde. Und hier schneit es. Cool. Ja, und? Ach, ich bin in der Stadt. Route 11. Village of Ice. Hi. Das Tyrann-Pokémon ist Typ Wassereis bis war Typ Wassereis bis Clean es Elektroschocks gab. Ich habe gehört, dass es modifiziert wurde oder so ähnlich. Was ist das denn? Bitte Nick, ich zähle auf dich. Bitte bring Frieden zurück in diese Stadt. Ich wünschte, ich könnte rausgehen und spielen, aber meine Freunde haben Angst von diesem Tyrann-Pokémon oder den Unterwürfigen von Clean zu belästigt zu werden oder so, keine Ahnung. Was genau bringt das? Ah, okay, ich dachte schon. Center? Ne, ist die Arena. Ist die Arena. Das einst blaue und lilane Pokémon. Okay. Es war mal blau und lila. Was könnte das sein? Okay, man muss hier rein. Dann geht's hier rüber, dann hier hin. Man muss irgendwie da hochkommen. Ach so. Okay, es war einfacher, als ich gedacht hatte. Diese Geräusche. Du musst mir Nirk sein, Nirk, Our Town.
Unsere Stadt wartet für dein Ankommen. Du musst uns wirklich irgendwas zeigen. Durch deine restlichen Erfolge. Du bist der Einzige, der ihm. Team 40, danke. Genau. Mit der habe ich schon geredet. Hier ist niemand. Oh, darum kümmere ich mich später. Oh, hier steht jemand. Vielen Dank. Hier gibt es jetzt wieder nur Pokébälle. Ernsthaft? Okay. Ich werde mir jetzt Superbälle besorgen. Das war's aber mit der Folge und damit bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss.